Ja, und hier sind wir wieder bei Newdo und Peter Lohmeier ist bei uns. Schön, dass du da bist. Wie toll ist diese Veranstaltung für dich, was für Kinder zu tun und dann noch ein bisschen zu buffen? Ja, das ist irgendwie ideal. Das ist jedes Jahr, macht ja total Spaß. Ich freue mich immer auf den Termin, halt mir alles frei. Und man sieht eben, das Stadion ist hier wie schon fast gefüllt. Und das Tolle ist, die haben Spaß beim Zugucken und wir haben Spaß beim Spiel. Und sammeln Geld, dass Kinder irgendwie mehr Spaß am Leben haben. Und irgendwie, da ist es, dieser Dreisatz stimmt irgendwie. Und deshalb habe ich total Lust, auch wenn ich gestern noch ein Benefitspiel in Bochum hatte und eigentlich durch bin irgendwie. Aber egal, gestern haben wir verloren, heute ziehen wir sie ab, die Mediziner. Geil. Tim Melt hat uns vorhin verraten, dass du eine Bank bist, jedes Jahr vorne im Sturm. Er kriegt, wenn er drei reinkriegt, muss er aufhören zu rauchen von dem Thomas Mier. Wie schätzt du so die Lage ein? Wie viel kassiert er? Ich schätze mal, er kassiert 4, weil ich dann doch eher zu Thomas Mier stehe. Ich finde, er sollte aufhören zu rauchen, der Tim. Wollen wir mal gucken, vielleicht schieße ich mal in die falsche Richtung. Nein, ich schätze so ein, dass er sich Mühe gibt. Er hat ja auch Spaß am Fußball. Und was ich immer so doof finde, wenn man sich irgendwie so daneben fallen lässt. Also, weil ich finde, so Benefitspielen, so war es eigentlich auch immer. Wir nehmen das irgendwie gesund ernst. So. Also gesund ernst mit Lust am Spiel. Und manchmal gibt es immer so Dinge, dass man dann so daneben fliegt und dann Schiedsrichter dann Elfer pfeift, weil kein Elfer ist. Das finde ich blöd. Deshalb hoffe ich einfach irgendwie, dass das irgendwie lustig wird und Tim ein paar Dinger hält und ich ein paar Dinger reinmache. Wie hast du dich darauf vorbereitet? Du zählst in Deutschland zu einer der erfolgreichsten Schauspieler, würde ich jetzt mal so sagen. Wie bereitet man sich vor? Normalerweise Schauspieler, geht man dann noch mal vorher eine Woche ins Fitnessstudio oder ein bisschen Wald laufen oder mit Freunden kicken? Nee, gar nicht. Ich kicke einfach jede Woche sowieso im Park und habe es gestern jetzt übertrieben. Ey, jetzt nicht als Vorbereiter, aber ich habe gestern eben 19 Minuten durchgespielt. Vielleicht hätte ich das nicht machen sollen, aber die Muskeln. Ja, ich habe sie gerade noch mal lockern lassen von unserem Masseur irgendwie. Aber da gibt es jetzt keine besonderen Vorbereitungen. So, also da, weil ich bin Fußballer und spiele jede Woche. Was soll sein? Wenn der Hermann Rieger da ist, da weiß man immer, dass die Knochen gut aufgehoben sind. Also Fußball verrückt? Ja, komplett. Wie sah das die Vorfreude dann auf die Europameisterschaft? Was glaubst du, wie Deutschland da abschneidet? Deutschland wird im Endspiel stehen. Ich sehe es vor mir. Es ist die 87. Minute gegen Frankreich. Aus dem Hintergrund müsste Reus schießen. Reus schießt! Deutschland ist Europameister 2012. Vive l'Allemand! Also ich halte die Franzosen für so einen Geheimfavoriten. Aber wie gesagt, wir werden sie im Endspiel schlagen. 3-2. Das sehe ich überhaupt kein Thema. Und ja, ich freue mich drauf irgendwie. Und mal gucken, wo ich gucke. Ich denke, entweder alleine oder in einer Gruppe, je nach Laune. So sollte es jeder machen. Und zum Abschluss, wie geht dieses Spiel heute aus? Was ist dein Tipp? Dieses Spiel geht, weil ich gestern, ich glaube, wir haben, glaube ich, 8-3 verloren. Also ich denke mal so ein 9-5 für uns. Alles klar, drück die Daumen und danke. Ja, und ja. Schön, dass du bei so einer tollen Sache dabei bist.